Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gacko, Milch, Zucker und eine gehörige Portion Fachwissen braucht es für die Herstellung von einer feinen Schoki. Auch bei der Schokifabrik von Coop ist das nicht anders. Gacko-Bohnen aus Ghana und der Elfenbeinküste und Edelbittersorten aus Venezuela und Ecuador für die dunkle Schoki werden so lange gemahlen, gerührt und gonchiert, bis daraus eine Schoki entsteht, die ganz fein oder, wie es in der Fachsprache heisst, zart schmelzend worden ist. Erst dann ist der Weg frei für die weitere Verarbeitung zu der beliebten Arni-Branchli, den verschiedensten Schokitafeln oder der verführerischen Arni-Praline. Im Moment dreht sich bei Arni natürlich alles um die Hase. Nicht direkt um die lebenden Vorbilder wie den Hoppel und den Brunsli, die wir bei Joëlle und Steffi aufnehmen durften, sondern um einen top aktuellen Angsthase, einen traditionellen Sitzhase und andere süße Kollegen. Daneben gibt es bei Arni auch dieses Jahr wieder neue Kreationen, wie der schnelle Rolli in echter Confiseur-Qualität oder der Überraschungshase mit lustigen Spielsachen. Exklusiv und nur bei Coop erhältlich ist ein weiterer Sitzhase. Auf den ersten Blick unterscheidet er sich nicht gross von den anderen. Und trotzdem ist er etwas Besonderes. Dank Kooperation und Max Havilar kommen ausgewählte Produzenten in der dritten Welt für ihren Gacko und ihren Zucker bessere Preise und garantierte Abnahmeverträge über. Ist doch schön, wenn man beim Schlecken nebenbei gerade noch jemandem hilft, was nötig hat. Was gibt es sonst noch Neues bei Coop? Schaut man doch einmal ins Markenfenster. Wer besonders Wert auf Gesundheit legt, für den gibt es jetzt den natürlichen Spezialdrink Emi Aktifit Plus. Ausprobieren lohnt sich. Emi Aktifit Plus, das Getränk mit den gesunden Eigenschaften, schmeckt herrlich erfrischend. Es fördert und stabilisiert Ihre Verdauung, stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte und aktiviert die natürliche Widerstandskraft. Steigern auch Sie Ihr Wohlbefinden mit Emi Aktifit Plus. Die kleinen 65 ml Fläschchen mit einer Tagesportion gibt es jetzt im praktischen 6er-Pack. Und zwar exklusiv bei Coop. Nicht nur bei Coop, aber dort immerhin zum Aktionspreis gibt es eine weitere Exklusivität. Der Tête de Moine ist ein irdischer Genuss mit himmlischem Geschmack. Seit vielen Generationen wird er bei uns im Jura hergestellt. Ein außergewöhnlicher Käse. Würzig, fein, aromatisch und rassig. Es ist der einzige Käse auf der Welt, den man schabt. Am besten mit der praktischen Girol. Die gleichmäßigen, appetitlichen Käseröschen bringen das schmelzende Aroma von dem Spitzenkäse am besten zur Geltung. Zum Znüni oder Zvieri, auf dem Käseblättli oder auch zum Apero. Der Tête de Moine, der Tête de Moine Chabre, Girol, bekommen Sie in der Käseabteilung beim Coop. Der Tête de Moine offeriert mir Ihnen diese Woche, wie gesagt, zum Aktionspreis, neben weiteren Produkten, die Sie bestimmt gut brauchen können. Zarte Spargeln aus Spanien, pro Bund an 1 Kilo zum Beispiel, kostet nur 9,80. Und der Arni Stehhase mit Hutten nur 3,90. Alle Coop Quattro Joghurt sind 80 Rappen günstiger. Außerdem gibt es Slammerwammers, das spannende Chipsspiel für nur 9 Franken. Und dann noch der Preisabschlag. Alle Arni-Waffeln kosten ab sofort nur noch 2,70. Und im Coop-Restaurant erwartet Sie diese Woche unter anderem ein Schweinskotelett mit Pommes Duchesse und Lattich für weniger als 10 Franken. Im Coop-Studio zeigen wir Ihnen regelmäßig Produkte, die von Schweizer Bauernhöfen kommen. Und auch heute haben wir wieder ein besonderes Angebot und offerieren Ihnen Schweizer Kalbfleisch 20% günstiger. Wenn Sie von diesem Angebot profitieren, unterstützen Sie gleichzeitig noch unsere Schweizer Bauern. Auch der Armin Amrain hat sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und sein Rezept dementsprechend abgestimmt. Grüezi miteinander. Wenn Sie noch eine Idee fürs Ostermenü suchen, wären meine gefüllten Kalbsrollen vielleicht die Lösung. Für 4 Personen habe ich 8 Kalbschnitzel flach geklopft, 2 harte Eier und ein Sieb gedrückt, 4 Scheiben Toastbrot und Rinde fein gehackt und 100 Gramm Rindenmarkwürfel kurz ins kochende Wasser gehabt und abtropfen. Alle diese Zutaten in einer Schüssel vermischen, 2 Esslöffel gehackten Bärlauch darunter rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Jetzt die Füllung auf Kalbschnitzel verteilen und einrollen, dann mit einem Zahnstocher befestigen. Würzen und im Butterfett 2 Minuten anbraten. Nachher im vorgeheizten Ofen ca. 7 Minuten fertig braten. Die fertigen Kalbsrollen ohne Zahnstocher auf vorgewärmte Teller anrichten und mit der Bärlauchcreme, also einer Rahmsauce mit Bärlauchstreifen, übergießen. Zu dem feinen Gericht würde ich jetzt Morchelnudeln und Frühlingsgemüse zuservieren.
Und jetzt noch das Neueste aus der Importparfümerie. Dort gibt es Top-Parfums mit Top-Rabatt bis zu 70%. Die Highlights aus dem Osterprospekt haben 4 rote Preise. Das neue Jenny Shine und das Dolce Vita gibt es mit 30%, XS von Paco Rabanne sogar mit 40% und für die Herren Heaven von Chopard mit 30% Rabatt. Gönnen Sie auch Ihrer Haut ein paar Streicheleinheiten. Juvena Swiss Original gibt es mit 30%, Dior's Welt mit 40% und Motte Skin Reform sogar mit 50% Rabatt. Und vergessen Sie nicht, alles was pflegt und duftet, kauft man in der Importparfümerie. Mehr zahlen ist Luxus. Ja, das wär's schon wieder gewesen für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wünsche weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.